Frank Stäbler ist immer on fire, genau wie jetzt beim Champion des Jahres in Apulien. Der Ringer ist einer von 64 Spitzensportlern, die der Einladung der Deutschen Sporthilfe nach Italien gefolgt sind. Seine Eintrittskarte für die Erlebniswoche: WM-Gold im Ringen in Paris. Der 28-Jährige schreibt damit Geschichte, denn er ist der erste Deutsche, der in zwei verschiedenen Gewichtsklassen Weltmeister wurde. Ich war auch an dem Tag so erschöpft, ich glaube noch nie in meinem Leben. Ich hatte 6 Kämpfe, harte Kämpfe gegen die Besten der Welt von der Auslosung her innerhalb von, ich glaube, knapp 10 Stunden. Und das war schon ein sehr, sehr harter Tag, aber am Ende ja, wurde ich für alles entschädigt. Das Mattenass kann im Robinson Club Apulia noch einen draufsetzen. Er ist einer von 5 Nominierten, die zur Wahl Champion des Jahres 2017 antreten. Das Besondere: Johannes Rizek und Christina Vogel, zwei seiner Mitkonkurrenten, sind gute Freunde. Wir kennen uns schon über die letzten Jahre, sind super befreundet, waren vor wenigen Wochen auf meiner Hochzeit und wo ich jetzt noch erfahren habe, dass wir zusammen nominiert sind, ist es ja doppelt geil. Sein ehemaliger Coach Alex Leipold hat diesen Titel bereits gewonnen und rechnet Stäbler gute Chancen aus. Frank hat es wirklich verdient. Er ist jemand, der sein Leben dem Sport untergeordnet hat und ich glaube, dass er da ein sehr klares Ziel vor Augen hat. Frank Stäbler. Hochzeit im Juli, Weltmeister im August und im September vielleicht auch Champion des Jahres 2017.